Das lassen wir stehen. Wir wollen zum Schatz. Jo, jo. Wir fliegen richtig. Schön. Schäm dich. So, hier unten müssen wir hin. Sind wir da raus? War wieder ein sehr schöner Stream. Platti, danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. In ein oder zwei Wochen. Würde mich freuen. Haben wir bis ein paar Wochen. Ja, safe. Bin ja auch immer auf TikTok on. Zeithose. Der Held, der durch die Zeit reiste, soll sie getragen haben. Man sagt, sie wurde von einem Volk gefertigt, das den Wald sein Zuhause nennt. Und sie noch, danke dir, Platti. Das Spiel hast du heute gekauft. Nice. Gönn dir. Gönn dir. Du wirst eine fantastische Zeit haben. So, das nächste. Müssen wir hier hin. Umsten, vielen Dank für den Follow. Moin, Lunis. Lunis, das macht eigentlich das Auge. Brauchen Augenrapport. Der Örknospe geht jetzt gut. Ich bin im Stream und spiele gleichzeitig das Spiel. Nice. Wenn du weiter Hilfe brauchst, hörst du uns, sag Bescheid, ne? Rapport. Irgendwas kracht hier doch. Ihn nochmal zu besiegen macht eigentlich gar keinen Sinn. Außer wir wollen halt was für Synthese haben und ich weiß nicht. Soldaten Zweihänder. 23er Grundschaden. Ach, jetzt darf ich nicht den Bumerang wegwerfen. Wurde darauf angesprochen, bei der Arbeit haben. Ist hier ein bisschen schlecht, aber mittlerweile Kopfschmerzen, aber das Auge nicht mehr weh. Oh, okay. Okay. Weiterhin gute Besserung. Schnell weggeht. Feuerstab behalten wir. Bup, bup, bup. Da will ich eigentlich auch was dran machen. Aber nur eigentlich. Danke, Dön. Bitte, Dön. So. Ich gehe wieder komplett falsch. Perfekt. Hättest du mal ein Haus? Achso, weil wir es dann ausstellen können. Ja, verstehe. Ich kann nicht alles machen, ne? Ich kann nicht alles machen. Wann denn? Will ich denn eigentlich jetzt schon? Nee. Machen wir nur nichts dran. Vielleicht finden wir welche mit einem besseren Grundschaden. Oh, Knospe mitgenommen. Das ist schön. Oh, schon nützlich. Okay. Also, Majora's Mask und dann Haus bauen. Jetzt haben wir den unnötigen Stuff, was ich will halt die Maske finden, ne? Da bin ich wirklich gehypt drauf. Ich glaube, ich habe mich überfressen. Oh, mir ist nicht gut. Oh, oh. Oh, oh. Dann willst du noch streamen bis halb einziger. Alles klar. Viertelstunde noch hast du, ja? Dann ab in die Haie. Skelettpferd? Ja. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Was versprichst du von der Maske? Ein Spoiler weniger. Das war ja der Hauptgrund, warum wir es machen wollen. Ich will weniger Angst haben beim Lesen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, ja. So traurig, wie es klingt. Laura, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, dass du da warst. Schlaf gut und auch dir ein schönes Wochenende. Ja, Haus bauen, ja. Ja. Oder Haus kaufen und... Da war ja was, genau. Deswegen haben wir auch das mit dem Kogwald zu schnell gemacht, mit dem Hylia-Schild und so. Alles nur, damit ich entspannter den Chat lesen kann. Und nicht jedes Mal ein Zucken im Auge habe, wenn ich lese, du musst. Hey, hast du vielleicht eine Idee, wo die Hose von der Untertagehanisch ist? Müsste ich mir jetzt mal anschauen, ob ich ob selber habe. Untertagehanisch. Hab ich selber nicht.
Max, hör auf. Bist morgen auf einem Boot? Was machst du auf dem Boot? Ich habe auch nicht so viel Cola. Wir können echt viel verkaufen. Von daher, schauen wir mal, wie viel wir da zusammenbekommen. Danke, Lunes. Lunes, mit dem zweiten sieht man besser. Fahrradagent. Ja, true, true. Ja, ich hätte anders fragen sollen, ne? Ja. Was für eine trockene, eiskalte Antwort. Okay, warum fährst du mit dem Boot? Irgendwas so. Schauen wir mal, was wird. Dachst du, das Hit ist jetzt? Ich hoffe, ja. Sind wir beide nicht Idioten? Ah, ich lieb's. So, da sind wir da. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah. Alles Wasser, okay. So, die nächste rechts, Navi. Wurde von deiner Tante eingeladen. Einfach so random, geil. Was findest du am geilsten am Spiel? Zeitumkehr. Zeitumkehr macht mit... Es macht, also... Das Spiel mich für mich 10-mal besser. Zeitumkehr ist so geil. Du kannst so viel Mist machen. Da hat die Tante aber mal gegönnt mit dem Boot, wa? Cool. Hoffentlich gutes Wetter. Oh Gott. Ausdauer. Beruhig dich, Link. Ruhig. Steh doch einfach mal. Ja, so fühle ich mich auch, Link. So fühle ich mich auch. Da ist die Ausdauer zurück. Kein Problem, Leute. Alles unter Kontrolle. Hau rein, Dave. Eine gute Nacht wünsche ich dir. Danke, dass Sie da waren. Alles unter Kontrolle. Sind gleich da. Fahrradzahn ein. Da ist nichts, ne? Wir können nur bauen, okay. Dann sind wir auch gerne, um Geschwindigkeit zu neutralisieren. Jo, ist auch gut. Ist auch gut. So viele Möglichkeiten. Gendinator. So ein geiler Name. Vielen, vielen Dank für den Follow und wunderschönen guten Abend. Oh, damn. Geht's dir, Gendinator? Alles gut? Seewindschild. Dies soll das Lieblingsschild eines Helden gewesen sein, der einst das große, weite Meer bereiste. In seiner Familie wurde er über die Generation weitergegeben. Kommt auch ins Haus. Kommt auch ins Haus. Gendinator, cooler Name. Windwaker, ja. Ja, da dachte ich mir. Tun Link, genau, ja. Die haben kein X-Wert, ne? Verdammt. Die haben kein X mehr. Das heißt für mich, wir müssen in den Himmel. Müssen in den Himmel. Da waren wir komplett nicht drauf hier, ne? Da können wir viel erkunden. Getötet hat. Wir finden alles, aber nicht Majora's Mask. Leon, mach's gut. Danke, dass du da warst. Oder so, okay. Würdest du sagen, Alina, ich sehe schon diese auffällige Stelle. Habe ich das aufgedeckt? Ja, dann gehen wir doch mal hier hin, ne? Dann gehen wir mal hier rein. Willst du sie selber finden, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ich will sie selber finden. Hätte schon googeln können. 12 Leute wollten mir sagen, wo die Maske ist. Aber nein! Wir haben eine Mission. Ach du Scheiße. Ach, Socken kommen in die Wäsche. Du warst schon in der Nähe, okay, okay. Schauen wir mal hier in dieser komischen Arena-Halle, was das auch ist. Da warten wird. Achso, wir können es ja umziehen, ne? Weniger Schaden ist guter Schaden. Was wird? Was wird? Wie geht's hier, Characters? Ist okay, dass ich Characters sage. Bin nämlich faul beim Aussprechen von Namen. Lustige TikTok-Videos, freut mich. Freut mich. Dafür sind sie da. Ist wie hoch, war? Oh, warum das denn, Pudding? Was ist denn los? Waren die Nudeln schlecht? Über 1000 Öhrlichter. Lina Schmerzmittel, nicht Kekse. Oder ist irgendwas in den Keksen drin? Oh, ist richtig, okay. Ich werde jeden Live von dir angucken, Papa. Das ist gut, mein Sohn. Da lernst du viel. Zwar nicht fürs Leben, aber ja, du lernst. Ah, Wunderkeks, okay. Was ist mit deinem Fuß, wenn ich fragen darf? Hast du schon mal erzählt? Wenn ja, Prüdemenz kickt rein. Da kann ich nichts tun. Der Sprung muss uns retten. Oh, hier ist er da. Boah. Für was sind die Ehrlicher da? Man kann die später gegen Sachen eintauschen. Bei zwei verschiedenen Händlern. Oder drei sogar. Mehr möchte ich nicht spoilern. Es lohnt sich auf jeden Fall. Am Anfang nicht, aber nachher denkt man sich so, ah ja. Jetzt lohnt es sich. Das machen wir anders. Ach, Bender ist true. Ja, da war was. Oh Gott. Oh Gott, nein. Nein. Ah. Oh, also. Also ich bin manchmal so auf mich selber abgefuckt, ey. Dass ich nicht 2 Meter einfach weiter nach hinten gehe. Jetzt hänge ich hier unten am Berg. Muss mir die Rakete hier wieder ranschieben. Jetzt komm mal mein Schild und dann gehen wir hoch. Nur Zeitumkehr, ja. Ja, auch noch gegangen. Jetzt klettern wir hier hoch. Falle ich hier bestimmt runter, ne? Hat's geklappt? Oh, der wäre fast runtergerutscht. So. Eine Arena. Schwimmende Arena. Das wurde schon oft gesagt. Aber ich weiß, warst du, geh mal zur schwimmenden Arena. Warst du in der schwimmenden Arena? Warum? Achso. Achso. Nee, mein Junge. Jetzt kracht's richtig. Okay, Einhänder. Einhänder. Habe ich einen Einhänder? Okay.
Da bin ich fliegen gegangen, warum? Oh, unfair. Vielen Dank für den Support. Danke euch. Kein Headshot dabei, schade. Wieder kein Headshot. Irrknospe auch bei denen? So, den haben wir jetzt gleich. GG. Eine Sache will ich noch kurz machen. Nächste, okay. Qualim, Spoiler nicht. Da sind wohl ein paar, ne? Da kommen wohl ein paar. Falscher Sprung. Wow. Was haben wir noch an Essen? Boah, ich muss mich gerade echt konzentrieren. Sus. Tja. Gar kein Essen. Aber wenn ich dadurch kein Essen habe, was ist denn, wenn ich Sonnenfleckchen so esse? Geht nicht. Es geht nicht. Okay, was wir aber trotzdem machen können, ist Angriffskraft Level 1. Okay, jetzt den beenden wir jetzt, meine Damen und Herren. Der geht schlafen, das sage ich euch. Der geht jetzt ins Bettchen. Wo ist es denn? Das kann ich, das weiß ich gar nicht, weil ich immer die Sachen einzeln koche. Wir haben kein Soul-Essen. Das ist so dumm. Mann, zu langsam. Ich werde sterben, weil ich keine Herzen habe. Und zwar haben wir noch andere Augen. So. Schließt gleich wieder den Chat, ja?
Sie kurz hier beenden. Okay. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wir haben genug Power. Wir spielen unfair, die sind unfair. Wir sind ein Stück unfairer. Okay, nächster Down, ohne Schaden zu bekommen. Okay, der hat eine Rüstung an. Und einen dicken Hammer. Fuck. Fuck. Dürfen nicht mehr getroffen werden. Willkommen zu Dark Souls. Sieht gut aus. Jetzt ein Headshot. Fee, saved uns. Die Fee hat uns einfach gesaved. Alter. Es war so unfair. Es war teuer. Es war unglaublich teuer und unfair von mir. Das waren 5. Oh, war super close. Ohne Fee wäre GG gewesen. Ich konnte mich nicht heilen. Ich konnte mich nicht heilen. Und ja, wie wir halt gespielt haben, ganz ehrlich. Nur Augen benutzt. Stärkste Addon für den Bogen immer genommen. Das war echt teuer. Das war wirklich teuer. Aber okay. Glückwunsch, danke. GG, danke. Ich lag gehabt, ja, die Fee, safe. Die Fee hat's gerissen. 29er Schaden, schäm dich. Mit sowas greift er mich an. Warte mal. Ist das ein Schild? Okay. Es war sehr eng, Sven. Erstmal Sachen aufsammeln. Ich hoffe, dass wir in der Kiste was Gutes finden. Was sehr Gutes. Weg. Das hat mit Herzen zu tun. 3x10 Bogen kriege ich von denen. Leunenschild. Leunenschild. Yeah, Leunenschild. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Gleich auf jeden Fall kochen. Ich muss auf Klo und danach gehen wir erstmal in die Town. Kochen, wenn wir den ganzen Stuff hier eingesammelt haben.
Sehr gut, Fabian, freut mich. Chimärenbogen. Bup. 24er weg. Zack. Haben wir alles? Das ist ein lila Diamant drin. Das ist echt. Ist da wirklich ein lila Diamant drin, ne? Das wäre echt belastend. Mach ich gleich, Flo. Warum sind das Sounds so anders? Fehler durch TikTok. I don't know. Wurde eben auch schon mal gesagt. Kann ich nicht ändern. Ganz normal über die Catcher-Cut und Switch. Also, die Leunen haben wir besiegt, weil wir Folgendes haben wollten. Endlich! Endlich! Aber auch witzig, das ist wieder so typisch. Aline hat geschrieben, ja, dann guck dir doch einfach mal im Untergrund komische Stellen an. Die erste Stelle. Unnützes Wissen für Flo. Der teuerste Cornflake aller Zeiten kommt aus den USA. Er hat die Form des Staates Illinois und wurde bei eBay.com für über $200,000 versteigert. Der lila Diamant. Wofür die Waffe Zauberstab, da ist ein Rhodonit drinne, ist halt Feuer. Und wenn man irgendwas schmelzen will oder so, kann man die einfach in die Hand nehmen und es schmilzt dann automatisch. Ab 900 Punkte kann ich einlösen. Warum, das weiß ich nicht, Flo. Kann ich dir nicht sagen. Wir haben die Mütze. Niki, vielen Dank fürs Folgen. Sehr gut gemacht, danke. Wir sind so oft verrecken da. Holt euch die Pfeile, holt euch die Augen. Also wie wir gerade gekämpft haben, war todesunfair eigentlich. Ich bin so gut wie gar nicht in Quicktime-Events. Und was wirklich wichtig ist, Einhandwaffe, der mit dem Schild blockt. Ach Gott. Krass, das war Dark Souls-Feeling gerade, weil man nicht heilen konnte. Gegen 5 Leute. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was dabei steht. Eine Maske aus ferner Zeiten, sie hilft dem Träger, sich vor den meisten Monstern zu verstecken. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Antiken Dolch hätte ich auch nehmen können. Antiker Dolch wäre smart gewesen. Nur wenn du halt 5x32 hast. Das tut weh, auch einem Leunen. Das tut einem Leunen weh. Wir haben bald nur noch 3x10, cool. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben jetzt 4 Stunden gebraucht, um das zu finden. Was ist hier für ein Bogen? Ich drück doch Feuer. Ach, sieh mal einer an. Sieh mal einer an. Schön. Nächstes Ziel. Wir gehen jetzt gleich erstmal kochen. Kochen ist wichtig und richtig. Schauen wir mal, was wird. Habe ich noch hier was zum Verbauen? Nee, den Rest will ich nicht verbauen. Oder ist schon komisch verbaut? Habe ich das hier? Ja, ist schon okay. Also, nächstes Ziel erstmal ein bisschen eine Runde kochen. Ich habe viel zu wenig, auch die falschen Sachen. Genau, 5x82, ja richtig. Und das Wichtige ist, 5x82, du benutzt einen Dolch nur, ne? Für 5 Dolche, die geschossen werden. Und dann werden wir unser Haus kaufen. Haus kaufen, einrichten. Wir werden ein paar Sachen verkaufen. Wir haben noch gut über eine Stunde vor uns. Hey, listen. Und dann machen wir das. Der Leune droppt dann aber nichts. Auf was bezogen? Perfekt, danke dir gerne, Flo. Genau. Das machen wir erstmal. Ja, deswegen mache ich auch immer, ne? Im normalen Kampf jetzt hier den Königsbogen mit nur 47 Schaden, aber ja, es reicht ja für die normalen Gegner. Und dann halt bei den Leunen wird halt reingejodelt. Der Leune droppt nichts, wenn du einen antiken Dolch benutzt, bei den Fallen. Das weiß ich nicht. Fabian, danke, dass du da warst. Gute Nacht wünsche ich dir. Dann würde ich auch sagen, wir gehen direkt... Ah ne, wir gehen doch mal einen Spähposten.
Hier nochmal einen Spähposten. Und ich gehe in der Zeit auf Klo. Okay, unten Herz abholen. Dann haben wir auch wieder volle Leben. Und unten kochen. Ganz wichtig. Wir werden, glaube ich, noch öfters in den Untergrund gehen. Das habe ich echt beim letzten Mal vermasselt. Ach, du hast wirklich was Das ist ja wirklich... Das habe ich erst gar nicht gerafft, dass du da... Das war sehr... Okay, warte. Mit denen man sich... Oft wird auch schwarz zu den Farben gezählt, weil man es durch das Mischen anderer Farbpigmente auf Papier herstellen kann. Technisch gesehen werden schwarz und weiß als unbunte Farben bezeichnet, mit denen man sich Schattierungen und Tönungen der bunten Farben herstellen kann. Ach, muss ich das ändern? Ändere eine bunte Farbe? Da haben wir es. Da haben wir es. So, dunkelblau ist. Hey, wenn es okay ist, kannst du mir ein paar Tipps geben fürs Kochen. Wir kochen jetzt auch. Wir kochen jetzt auch, dann werde ich ein paar Dinge dazu erzählen. Einfach, was für eine Farbe hättest du gerne? Helles Blau. Ob ich das hier nehme? Schmutz. Ein Herzcontainer mehr. Nice. Okay, ihr klettert kurz unter euch und dann sagt mir einfach, wer das als letztes war, okay? Ach, diese Monster. Okay, wir quatschen nochmal mit ihm hier. Hey, listen! Pudding, ja? Hab ich irgendwas? Das wäre eigentlich unsinnig vom Spiel, wenn er dann nichts droppt. Die Viecher sind OP, also brauchst du mal OP-Waffen. Lina, das merke ich mir. Uhu. Emote. Jetzt muss Marco erstmal kochen. Machen wir jetzt. Was und danke für den Support. Und Branded auch an dich. Danke für den Support. Hast du mehr Herz als ich? Ja, ich habe aufgeholt. Ich habe alles durch. Eine helle oder eine dunkle kann auch sein. Ausgezeichnet. Du lässt die Arbeit wohl niemals ruhen. Was, Link? Brandstell, vielen Dank für den Support. Es ist mir eine Freude, dich hier im Hauptquartier des Monsters begrüßen zu dürfen. Das kennen wir. Drei Monster bekämpfen. Riesiges Exemplar. Okay. Alles klar. Wir kochen jetzt erstmal eine Runde. So könnt ihr gerne die Punkte verbraten. Also kochen. Was habe ich beim Kochen für Tipps? Also, was ich sehr gut finde. Sobald man irgendwas Maxi hat. So ehrlich mit Pura gesprochen. Ich weiß nicht, ab wann du meinst, Kapi. Ich weiß nicht, ab wann du meinst. Ich hab nochmal mit ihr gesprochen. Also, ich glaube jetzt gerade dann, wenn ich mich richtig erinnere, seit gestern Abend nicht mehr. Nein. Gestern Abend habe ich nicht mehr mit ihr gesprochen. Nee. Ich warte noch einfach. Ich warte noch. Also, Maxi-Sachen. Wir kochen erst und dann ändere ich nochmal die Farbe. Maxi-Trüffel. Nehme ich immer alleine, weil... Hey! Drück mal über große Monster bei dem. Dann mache ich es gleich. Weil wir bekommen immer Max-Heilung plus 1. Ich halte nicht so viel davon, dass wir dann irgendwie plus 5 oder plus 10 Herzen haben oder so. Plus 1 reicht mir. Alex, ich grüße dich. Moin. Deswegen reicht mir das. Und dann kann man halt auch mehr davon kochen. Deswegen Maxi rüber war safe. Hier große Maxi rüber nehmen wir auch mit. Da, Max-Heilung plus 5, weil seine Max hier rüber war. Das machen wir jetzt auch noch mit der Kleinen hier. Das müsste plus 1 oder plus 3 geben. Genau, da haben wir jetzt plus 3. Bescheiden, ey. Wie kommen wir denn darauf? Was beim Kochen jetzt auch noch mega wichtig ist, wenn ihr was für den Untergrund kochen wollt, Sonnenfleckchen. Danke, Brandon, für den Support. Dann nehme ich mal 2. Reicht nur Sonnenfleckchen?
Probieren wir mal. Und bitte danke für den Support. Es reicht, ja. Plus 6 einfach. Ich will doch nichts anderes reinschmeißen. Man könnte es auch irgendwie vielleicht noch dazu werfen oder so. Können wir auch einmal machen. Ein Sonnenflächen gleich 3 Herzen, okay. Müsste jetzt dunkelblau sein, ne? Oder hat sich nicht geändert? Hat sich nicht geändert. Ah doch, da. Da haben wir's. So. Das machen wir noch mal ein paar Mal. Upp. Guck mal, 2 Herzen und plus 3 kann man machen. Vielleicht kommen noch ein paar andere Sachen, aber ich will mich darauf jetzt ein bisschen vorbereiten. Das war gerade wirklich sehr close. Das war's dir wert. Schön weg mit den Punkten. Upp, machen wir noch einmal. Und machen wir noch zweimal. Machen wir noch zweimal. Müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Platz, ne? Ach so. Mach mal nur das. Mach mal. Was war close? Wir haben gerade die Maske gefunden, Majora's Mask. Und ich war in der Halle unten gegen die 5 Leune. Und ich hatte kein Essen dabei, um dem Miasma-Schaden entgegenzuwirken. Und der letzte Schlag beim letzten Leune hat ihn gekillt und mich auch. Aber ich hatte noch eine Fee. Also eine Fee hat mich komplett gesaved. Sonst wäre nichts passiert. Was ist eigentlich noch wichtig? Ich habe ja hier noch so Essen, das koche ich aber nicht gerade, weil ich davon noch einiges habe. Ich habe ja hier viel mit Angriffskraft. Und das sind alles Sachen, wo ein Fisch zum Beispiel mit Schwert anfängt. Dominik, danke fürs Folgen. Das kleine Frühstück da unten. Ohne Heal schwierig für mich. Überall, wo Schwert dran steht, macht die Angriffskraft drauf. Überall, wo Rüstung dran steht, Abwehr. Alles mit Fit-Tempo. Und ich müsste eigentlich nochmal hochgehen, um die beiden Sachen zu verkaufen. Naja. Wir kochen noch was anderes. Du tut es, rote Leune. Habe ich eben nicht geschafft mit dem Bogen. Habe ich nicht geschafft. Also, auf jeden Fall hier zweimal Fleisch. Dann nehmen wir noch Tomatoes und einen Pilz. Aber den Hyrule-Pilz, weil der füllt auch nur Leben auf. Man darf ja immer nur einen Effekt drauf haben. Guter Sound, wir haben einen Bonus drauf. 14 Herzen. Das ist doch schön. Das nochmal. Dann haben wir jetzt hier 2 Pilze. 2 Tomatoes. Weil die Gegner haben so eine Lanze, yo. Bei den Leuten hilft es von oben mit dem Wandsprung zu kommen. True, stimmt, Simbo. Ich habe eben aber einfach nur Augen benutzt, um Headshots zu machen. Und dann die ganze Zeit mit dem Pfeil drauf. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ehrenlos einfach drauf. Medizin machen wir jetzt erstmal nicht. Komm, dann machen wir mal das hier. Und nur Tomaten. Guter Sound. Lohnt sich. Fleischspieß. So muss das. 5 Hyrule-Pilze, was bringt das? Ich glaube, Pilztopf oder so. Hi, how are you? I'm good. How are you doing? 5 Herzen. Nicht so nice. Also mach das nicht. So, am besten, wenn der Stun ist auf dem Rücken und schlagen ihn wieder hoch und von oben Stun geben. Eigentlich ja. Aber ich war eben zu aufgeregt, weil ich keine Heal hatte. Auch raus für heute Show noch einen Film, dann ins Bett. Steffi, danke, dass du da warst. Einen schönen Film wünsche ich dir. Schlaf gut. War toll, das freut mich, ja. Kann ich machen. Kann ich dir zeigen.
Halbglas haben die auch stärker als Bildwege gemacht. Okay. Zieh ich gleich an, Max, ja? Machen wir gleich. Die beiden Sachen und das Fleisch. Müsste auch über 10 Herzen geben. Da haben wir 14. Was meinst du, wo man die Pilze sammeln muss? So. Maxilachs. Auch wieder sehr gut. Mein Lieblings-Zelda-Theme heißt, glaube ich, Lullaby. Heißt es Lullaby? So todesentspannt. Das hört ihr gerade gar nicht, ne? Weil ich auf dem falschen PC bin. Ah. Ach so. Das war smart. Das war smart. So. Ja. Lullaby ausgesprochen, okay. Lullaby, Lullaby. Todesentspannt. Todesentspannt. Unglaublich gut. Mega gut. Mega gut. Wirklich gut. Guter Song. Traumy, das freut mich. Nice. Gute Großeltern. Stimmt, ja, da gibt's auch die Quest, genau. Genau. Das ist eigentlich so mein Lieblings- Team. Upp, nochmal Maxi. Nutze mal Licht gerade um Essen, weil man dann die ganze Zeit leuchtet, Zimbo. Frostforelle. Mm-mm-mm. Meinst du eigentlich Lichtkraut, Funkelkraut? Zitterkraut, Sonnenfleckchen, Prinzessin-Enzian, Hyrule-Gras. Meinst du mit Lichtkraut, Funkelkraut? Ne, Funkelfrucht heißt es. Ich hab, glaube ich, gar nicht. Funkelkraut. Link ist der einzige Mann, den du kennst, der kochen kann. Interessant. Okay, es gibt nur Kochobst. Wenn wir das irgendwie kombinieren? Weiß gar nicht, was das bringt. Mein Vater kann so gut kochen. Link ist ein Meisterkoch. Aber ein gutes Kochbuch. Ein paar Sätze und dann ist sie fertig und ich kann dir den Hyrule-Pilz nicht geben. Das weiß ich aber nicht, warum du es nicht geben kannst. Meine 5-mal Hyrule-Gras. Mach mal. Monster-Effekt dann leuchtet, okay. Wildgemüse. Ist nicht schlecht, ne? Das gibt gut was. Was haben wir hier dann? Es gibt dann automatisch Dampffleisch, sobald man dann eins davon reinwirft. Schon ein bisschen können wir noch kochen. Äpfel geben mal zu wenig, ne? Tomaten sind halt echt nicht schlecht. Dann nehmen wir noch hier das Fleisch. Ein Ei. Und Butter. Mal schauen.
Hyrule Gras, ja. Es gibt ein 6er Fleischspieß. Absolut enttäuschend. Mach uns mal ein Omelette. Ich darf die Eier nicht verbraten. Was mache ich denn? Ich brauche die für die Quest. Darf man Kochvorschläge machen? Sehr gerne. Her damit. Und ich weiß nicht, was da los ist. Das ist komisch. Fitkarotten. Ausdaueressen habe ich keins mehr. Mache ich mir mal 2 Stück von. Aber einzeln. Provianttasche ist voll. Perfekt.